It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. Hi Leute, heute mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal mit meiner Schwester. Hallo! Frenzy Fanny. Und wir haben uns eine neue Challenge am Start. Wir waren nämlich in so einem geilen Laden, Xenos. Den haben wir entdeckt. Xenos. In der Stadt. Ich meine, ihr kennt das hier schon. Danke, dass es jetzt hier schön fokussiert. Diese geilen Jelly Beans. Die guten Jelly Beans. Wo es halt immer einen guten und einen schlechten gibt. Oder wie nennt man das? Ja. So am besten, genau. Und ich habe hier Zettel noch auch Zettel gemacht, wo genau. Die Farben draufstehen. Weil wir uns hier was. Wir haben uns nicht die teure Variante mit dem Rad geholt, sondern machen es jetzt so mit der billigen Variante. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Willst du ziehen? Du ziehst das erst. Darf ich? Ja. Riecht das so. Blau! Zahnpasta oder Bär? Zahnpasta oder. Entschuldigung. Gut, jetzt müssen wir erstmal hier rausfinden. Willst du das erste Blau oder soll ich das nehmen? Was? Willst du es nehmen oder soll ich es nehmen? Ich nehme das. Okay. Man riecht leider auch nicht. Riech mal in diese Box. Ich habe da mal reingerochen. Das stinkt so nach Gulli. Okay, so. Blau, ich habe eins. Riech mal eins. Okay. Drei. Bumm. Zahnpasta. Ihhh, das ist wie Listerine. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Oh, das kann einfach ein Zahnpasta sein. Ich habe mir das scharf vorgestellt irgendwie. Also so minzig. Das ist Listerine, wer es kennt. Schmeckt scheiße. Ich will das nicht essen. Oh. Wir haben uns übrigens gerade bei uns essen, deswegen ist es vielleicht nicht so gut, dass wir das jetzt machen, aber es juckt uns eigentlich nicht. Und wir haben uns gerade noch einen frischen Chai gemacht. Mit Wasser. Ich bringe das zu. Naja. Also das schmeckt gar nicht gut. Mm-mm. Ich habe mir das minziger vorgestellt irgendwie. Immer in die Nähe von Calvin stellen ist nie gut, aber egal. Boah, spinnst du, mach's weg. Das passt schon. So. Okay. Mm. Ich mache weiter, ne? Darf ich die Box rausholen? Ja, du kannst rausholen. Green! Und zwar gemähtes Gras oder Limone. Ich freue mich da schon das ist eigentlich voll geil. Drauf. Das ist eigentlich richtig geil. Weil ich habe früher immer Gras gegessen. Klingt sehr geil, oder? Boah, das stinkt so. Das erste Grün. Ja, natürlich. Was war es jetzt? Apfel oder was? Limone. Ach so. Oder... hast du schon gegessen? Ja, klar. Ach so, oh mein Gott, ich dachte gerade. Ist das grün? Also das sind noch echt verschiedene, da ist noch so viel ekliger Geschmack drin. Ich hoffe gemähtes Gras, ich will es unbedingt essen. Okay, so hier, hallo hier. Achso. Limone. Ich auch. Schmeckt ganz gut. Schmeckt gut, ja. Okay, so, du? Ja. Mhm. Ich zieh mal blind. Alter, ey, das ist noch so ekliges Zeug dabei. Achso, nein. Kein Bock. Weiß. Kokosnuss okay. Oder Windeln? Ja, Babywindeln oder Kokosnuss. Oh, scheiße. Mir leid, dass du die ganze Zeit da geschmiert. Oder? Ih, darauf habe ich gar keinen Bock. Du liegst nur ein bisschen hier raus. Mm-mm. Okay, hier. Ich glaub, das ist weiß. Babywindel ist nicht so gut. Hier, hör mal. Das ist wirklich weiß. Ja. Ja, es gibt nur gelb oder weiß. Okay. Sieht aus wie Babywindel. Oh Mann. Sieht aus wie Babywindel, weil es so sprudelig ist. 3, 2, 1. Aber da kann man was anderes tun. Kann man voll nicht definieren. Das riecht wie das schmeckt wie Babycreme. Oh, lecker, das ist Babywindel. Das ist mir liebes gut frisch. Ich hab Kokosnuss. Das schmeckt so clean irgendwie. Das ist gut. Das schmeckt übelst lecker. So, ich bin dran? Ja. Hast du die Box ab? Okay, mal. Das schmeckt. Doch, das schmeckt gut, so clean irgendwie. So fresh, so clean. Braun. Ich glaube, das ist eklig. Hundefutter oder Schokopudding? Bäh. Jetzt ist lecker. Ich habe ja früher Hundefutter gegessen. Ich habe mich im Bad eingesperrt und Hundefutter gegessen. Interessante. Wenn man drauf interesting steht. Stories. Machen wir mal weiter. So. Schokopudding! Yeah.
Ey, krieg's nicht runter, Mann. Ich krieg's nicht runter. Willst du Wasser? Dann spuck's aus. Ach, ich hab's. Alter! Ist es eklig? Schmeckt eklig, ne? Scheiße. So, haben noch drei. Orange. Und da ist noch eklige Scheiß. Oh nein. Oh nein. Ich weiß es ganz genau. Wir haben jetzt hier Pfirsich oder Erbrochenes. Das wird. Nee, das ist jetzt das Allerschlimmste. So. Welches willst du? Ich nehme da. Okay. Alter. Kann sich riechen, Leute. Nee, es kannst du auch nicht definieren irgendwie. Das geht gar nicht. Hab ich noch nie gegessen. Ich hab's noch. Oh nee. Ich kann das nicht. Guck mal, mein Akku. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich kriege den nicht. Sag uns low. Alter. Kauft euch den Chip niemals. Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht runter, Max. Doch, ist das jetzt. Ich hab auch ein. Das ist bei mir auch festklemmt. Ich hätte das auch nicht runterbekommen. Das war so eklig. So, ich zieh's nächste, weil wir müssen uns ein bisschen sputen, weil der Akku sagt, er hat keinen Bock mehr. Ja, ich habe heute noch das Video getrunken. Und? Tutti Frutti, oder? Tutti Frutti und? Oder? Wir haben noch was Schlimmes. Oder stinkende Socken, okay. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ja, weil die schmecken ja wieder wie die Babybinde. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Okay, Tutti Frutti hier. Ih, das war so eklig, das Erbrochene. Alter, du kannst auch nicht sagen, wie das geschmeckt hat. Das schmeckt wirklich so, wie es riecht. Geschmecken. So wie es riecht halt. Und du kotzt irgendwo hin. Oh mein Gott, ess sowas einfach nicht. Mach sowas Dummes einfach nicht. Ist genau das Gleiche. Ih, nein, das ist stinke Socke. Ich auch. Ich auch. Oh Mann. Alter! Müssen wir einen Spreewald mit Heli machen? Unbedingt! Alter, der Geschmack ist unbeschreiblich scheiße! Ja, zieh, next one. Bah, ey, das ist so widerlich einfach. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Gelb. Alter, oh nein! Faultes Ei, oder? Faules Ei oder Popo. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ne? Ich werde hier gleich aggressiv. Ja. Was, so. Popcorn? Ja, Popcorn, oh. Oder? Okay. Ich hoffe, Popcorn. Bitte ein, was gut ist. 3, 2, 1, go. Ist aber auch nicht geil. Ey, das Erbrochene war das Schlimmste. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich will auch nicht mehr. Diese so, Challenge. Ich habe noch eins. Dieses grüne, glaube ich. Ach, grüne. Ja, dieses andere grün. Ja, dieses andere grün, okay. Boah. Saftige oder Nasenpopel. Oh. Ja, ich das ist die andere. Mann. Okay. Sag mal kurz. Alter! Wir haben richtig wenig Akku. Eine schlimme Reihe jetzt. Was ihr gerade nicht gesehen habt, ich habe mir gerade das Wasser über mein Gesicht geschüttet. Okay. 3, 2, 1, komm einfach rein. Ich habe alle so. Ich habe Bock, guys. Was habt ihr gebunden? Obwohl, ist das Popel oder Birne? Ich habe Birne. Sehr cool. Schmeckt das? Ja, schmeckt gut. Na. Wie Birne. Dann ist es Popel. Ich will nicht mehr. Oh, wenigstens noch etwas frisches, saftiges zu. Ich fand das Erbrochene war das Schlimmste. Oh. Oh, das ist schon schlimm.
So, wir beenden das Video jetzt hier, weil der Akku sagt, er hat keinen Bock mehr. Ich finde das nicht gut. Ich fand die Challenge geil. Macht sowas. War auch ein bisschen eklig, sagen wir es mal so. Erbrochenes Alter. Wir werden die Challenge bestimmt nochmal drehen. Mit unserer Schwester. Sie hat nämlich morgen Geburtstag und auf dem Wochenende darauf fahren wir zum Spreewald und nach Spreewald, wie heißt es auch immer, in den Spreewald. Richtig. Wir können es ja mit der Vlogging-Kamera, mit der Heli machen. Genau. Sie probiert es so. Dann machen wir das auch nochmal mit ihr. Und ja, gut. Würde ich sagen, wir werden uns beim nächsten Mal sehen. Ihr könnt auch bei ihr vorbeischauen. Hier unten in der Beschreibung steht ihr Channel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.